Zijn we achter de reetjes, jongen, hè? Ja, dan lagen we de reetjes, jongen. Dat is ja zo. Hè? Ja, dan lagen we de reetjes. Zit een hoofd van jouw tijd, tot er waar? Ja. Oh, om zit er Florian nu eens pompen, iets om zeilen? Om de rondtijd je ook gaan pompen? Ja, ik doe het nu als de jongeren, die gaan dat beter dan zien. Zo, wie zwaar is dat uitje stel? Ja. Helemaal, kijk maar aan. 3, 10, 15 kilo, helemaal. Als er al 50, hè? Ja. Omdat het licht is op de schulteren. Ja, omdat het een tijd werpen, doe het niet. Bitte? Als je zoals een Trick werft, tut es nicht, wenn der laut. So. Nein, nein. Nicht? Das kommt dann nachher nicht gehen. Da regt sich das und das drückt schon weit, aber das ist normal. So viel Gewicht auf der Schulter hast.
Und ist es streng so? Nein. Nein, geht gut. Kannst gut rollen, ja. Du bist glücklich, du bist glücklich. Das ist komisch. Hans Rudi, mein Schwert ist im richtigen Ort. Also ich komme da. Oh nein, jetzt bügeln sie ab. Warte, musst du durch, warte. Hast du es drauf? Ja klar. Der versteht mich. Ich probiere es auf jeden Fall. Komm, Hans, du bist zufrieden. Ja, einigermaßen. Ist nicht das erste Spiel, das du von diesem Anlass machst, gell? Nicht das erste Spiel von diesem Anlass und nicht das erste Spiel in diesem Jahr. Aber die letzte Spielzeit in diesem Jahr. Aber ja. Mal geht es wieder weiter. So, dann wünschst du dir auch ein gutes Neues. Ja, ein gutes Neues. Was wünschst du da den Leuten, die zuschauen? Ja, viel Erbauung. Gell? Ja. Du, gern, wir haben super alles, gell? Unglaublich viele Leute. Sie blinzelt noch. Bist du zufrieden? Ja. Sind wir parat? Wir sind parat, ja. Und was gibt es so, wenn die Leute können? Wienerli, Brot und Punsch für die Kinder. Jedes Jahr so, hä? Jedes Jahr so. Traditionell. Ach, eine kleine Gemeinschaft, gell? Einwohnfreie Ravensburgerau, die zusammenhält. Super. Super Sache. Muss man unterstützen. Kommen alle. Dank der Präsidentin. Ja, danke uns allen und allen, die mitmachen, alle Jahre wieder. Es ist alle Jahre eine super Sache, die Leute kommen gerne. Wir haben ein gutes Team, das auf die Beine stellt und darum passt das und ist gut besucht.
Da noch eine ganz andere Frage. Hast du eigentlich italienische Wurzeln? Habe ich, ja. Da passt alles so her, gell? Auch Reifersburgerau ist Multikulti und das läuft perfekt, gell? Genau, aber ich glaube, der Anlass hat vor allem die Ur-Reifiser sehr hoch schätzen und die kommen darum auch gerne und schätzen das. Also gibt es noch Ur-Reifiser? Ich denke es. Wir haben aber auch Freude, wenn alle zugezogenen, frisch zugezogenen die Brüche besuchen und vorbeikommen. Du, der Urgroßvater ist schon mitgelaufen. Mein auch! Ja, wer? Dein auch? Ja, mein auch. Ja. Und dein auch? Ja. Und dein auch? Ja. Bei mir sind sogar zwei. Bei mir beide zwei. Kommst du nicht mit? Du musst da filmen, nicht mehr. Und jetzt bist du geschafft, gell? Ja. Jetzt bin ich geschafft. Du, Hans-Peter, gell? Ja? Ein schöner Brauch, gell? Wunderbar, da muss man aufrechterhalten, der ist.